Eröffnest du heute das Video, Niklas? Wie heißt denn das Video überhaupt? Keine Ahnung, ich weiß selber nicht mehr, wie man es nennt. Naja, herzlich willkommen bei Holy Hall. Wir wollen jetzt mal nach einem langen Winterschlaf den Lader erwecken. Ich hoffe, die russische Technik ist soweit, dass das Ding jetzt einfach anspringt. Das wäre natürlich mega geil. Das ist jetzt schon wieder ein bisschen dumm. Naja, komm, wir probieren mal. Machen wir hier die Tür zu. Muss ich mal auf den Beifahrersitz kommen, oder wie willst du? Ja? Jo. Cool, machst du mir auf? Porsche hier. Zündschloss links. Ey, wenn das Ding jetzt anspringt, dann Hut ab. Kann ich das jetzt machen, wenn das Baby da ist? Ja, was soll denn passieren? Du machst ein Auto an. Hör mal durch zu, dass ich keine Ärger kriege. Aber nicht. Also, komm, der hat nicht mal irgendwie. Das macht eben noch nichts, das ist doch kein Winter, was wir hier hatten. Also, die russische Technik, ich glaube, mit dem Ding kommen wir weit. Ich sag's euch. So, komm ich jetzt hier raus, oder? Ja, kannst du da oben lang fahren. Hä, und dann? Ja, wir sind sonst immer die Gasse da hinten hoch und dann da lang. Jetzt kommen wir hier schnell hoch. Ach, hier oben kommen wir auch rum. Ja, kannst du hier unten lang fahren, ist halt langweilig noch. Willst du huben? Warum wir jetzt überhaupt das Auto angemacht haben, da kommt der Johannes mit dem Anhänger. Wir fahren jetzt zu einem Laderhändler, der uns empfohlen wurde, und der soll sich das Auto einfach mal angucken, weil wir eben sowas noch nicht unter der Fuchtel hatten, was der dazu sah. Ob der vielleicht sogar Teile für uns hat, die wir noch gebrauchen könnten. Und jetzt verladen wir das Ding erstmal. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. You believe it's morning, I'm alive, but that's the last thing on my mind. So, wir sind jetzt unterwegs mit unserem Lader da hinten auf dem Anhänger. Erstmal übrigens vielen Dank an den Enrico für das Gespann oder die Leihgabe des Gespanns hier, weil der Lader ist ja nicht zugelassen, währenddessen wir das Teil aufbauen und müssen das Ding jetzt mit dem Anhänger transportieren. Und wir sind jetzt unterwegs Richtung Walldorf zu dem Kai, ich hoffe unser neuer Laderhändler des Vertrauens. Und ja, wie schon erwähnt, er hat halt eine Werkstatt mit, oder ist Lada Niva Vertragshändler, sagen wir es mal so. Und wir haben uns so gedacht, wir gehen mal mit dem Teil zu jemandem, der davon Ahnung hat, befragen den, wo es technische Probleme gibt, was man besser machen kann. Vielleicht gibt es auch irgendwelche Teile oder coolen Teile, die man da abgreifen kann oder bei ihm direkt erwerben kann. Und ja, da sind wir mal gespannt, was uns der Kollege zu dem Kfz da zu sagen hat. Cornelius ist auch da. Der Cornelius ist auch da. Drived. Drived direkt. Geht sofort los, Fabian, geht sofort los. Was machst du da, Niklas? Was machst du da? Willst du so ein Ding haben? Willst du deinen Zahlung geben gleich? Dein GT. Da kriegst du 20 für. Das ist 2 teure Dinge. So, Kai. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Das ist übrigens der Kai Hütter, unser neuer Lada Niva Händler des Vertrauens, hoffe ich. Das ist im Kai sein Anwesen hier, Lada Niva Händler. Und wir werden jetzt unser schickes Schmuckstück mal bei dem Kai auf die Annahmebühne boxieren, gell? Genau. Und dann wirst du uns mal erzählen, was es da für kleine Tricks und Kniffe gibt, das Ding wieder in Schuss zu bringen, würde ich sagen. So machen wir's. So machen wir das. Dann runter. Runter mit dem Ding. Wir haben mit dem Ding vor, ja, so eine Kaffee-Trailer zu fahren. Ja. Und wollen das Ding eventuell, also ist schon ziemlich hoch, gell? Ja. Ich glaube, der ist sogar höher wie original, kann das sein? Ja, sieht im Endeffekt schon so aus, ja, als wenn er schon höher gelegt ist. Soll das Teil eventuell noch einen Ticken höher kommen, dann wollen wir andere Felgen drauf machen, die ein bisschen breiter sind, ja, mit anderen Reifen. Jetzt haben wir uns das schon mal belesen. Da gibt es einmal diese Dots-Felgen, gell? Richtig. Und dann kann man auch die Variante Suzuki Samurai-Felgen wählen, was allerdings nicht zulässig ist. Richtig. Aber meiner Meinung nach schon ein bisschen besser aussieht. Also ich würde euch empfehlen, in Richtung der Dots-Felge zu gehen. Ja. Die Dots-Felge hat folgenden Vorteil gegenüber der Suzuki-Felge. Die Dots-Felge ist eine 15 Zoll Felge und da gibt es wesentlich interessantere Reifen, ja, in der Größe. Ja. Die Samurai-Felge ist wieder eine 16 Zoll Felge, wie die Original-Felge vom Taiga auch.
Da bist du über die Reifengröße, über die 16 Zoll Größe dann sehr eingeschränkt, was die Reifenauswahl anbetrifft. Ja. In den 15 Zoll Größen gibt es wesentlich interessantere Reifen und ist im Endeffekt auch zugelassen. Ja, habt ihr dann keinen Ärger. Dann hört sich das schon besser an. Was das Fahrwerk betrifft, gell? Den Tiger, da gibt es Hörlegungskits oder Hörlegungsfahrwerke, zum Beispiel von Trailmaster. Die sind wirklich ganz gut, das sieht auch schick aus, aber wo ihr dann aufpassen müsst, die Fahrwerkskomponenten sind dann extrem kurzlebig. Die Achsen? Richtig, weil der Achsstand im Endeffekt vom Tiger sich so weit ändert, dass die Buchsen, die Querlenker, die Drachgelenke dann im Endeffekt sehr, sehr, sehr zeitig aufgeben. Ne? Also wenn man das Ganze in einem gesunden Bereich irgendwo betreibt, ja. Wie es hier ist oder vielleicht noch ein Müh, ja. Ist das in Ordnung, aber wenn es dann in Richtung Extremwerte geht, dann ist das Fahrwerk sehr kurzlebig. Das hält dann nicht wirklich lange. Also wenigstens die Vorderachse wollen wir wahrscheinlich der Hinterachse ein bisschen anpassen. Ein bisschen anpassen, ja. Ja. Und dann soll es das wahrscheinlich schon gewesen okay. sein. Naja, da schauen wir erstmal rein, wie der Zustand jetzt ist und dann sehen wir mal. Dann wie gesagt, getriebetechnisch haben wir, kupplungstechnisch haben wir Probleme, die rutscht durch, da gibt es versteckte Kupplung. Richtig, richtig. Auf jeden Fall zu empfehlen, also eine gute Investition, eine verstärkte Kupplung, weil das wirklich original auch ein Schwachpunkt ist. So, dann schauen wir mal drunter, würde ich sagen. Genau. So, also wie gesagt, was das Fahrwerk betrifft, wo original jetzt schon Probleme gab, zum Beispiel sind die Draggelenke hier. Ja. Diese Führungsgelenke, davon hat der Tiger 4 Stück, unten 2 und hier oben in den oberen Querlenkern nochmal 2. Ja. Die waren im Original schon, ich sag mal, anfällig, sind irgendwann ausgeschlagen. Jedenfalls die alte Ausführung hier, die original verbaut ist. Wenn man dann, wie gesagt, eine extreme Hörlegung in das Fahrzeug einbaut, gell, ändert sich der Winkel, in dem die Querlenker stehen und damit auch der Punkt, wo die Draggelenke aufliegen. Und das ist dann im Endeffekt noch kurzlebiger. Gell? Das macht dann nicht lange mit. Also wie gesagt, wenn ihr das in einem gesunden Bereich lasst, irgendwo passt das, ich würde es nicht übertreiben. Ja. Weil die Sachen, zum Beispiel auch diese Draggelenke, die sind nicht wirklich teuer, würde ich vorher einfach austauschen. Ja. Die fangen dann irgendwann an und knetzen und quietschen, werden trocken, danach kriegen sie Spiel. Und dann fährt sich das Ganze noch schlechter. Gell? Ja. Auch die Bereifung, die hat es wirklich notwendig, gell? Ja. Wenn man guckst. Also das kommt alles neu. Korrosion. Wir haben das Fahrzeug jetzt auch erst zum ersten Mal hier hochgehoben. Wir hatten vorher noch keine Zeit. Wir hatten noch nicht einmal das Teil. Ja. Okay. Aber wir machen das aus jedem Teil wieder Gold. Das kann ich mir vorstellen. So, also wie man sehen kann, hier sind schon die ersten Ölundichtigkeiten zu erkennen. Das ist aber Motoröl. Ja. Im Endeffekt ist die Achse mit Sicherheit nicht betroffen. Das ist Motoröl, was oben von der Maschine kommt. Gell? Ja. Da müsste man schauen. Das ist meistens mit geringem Aufwand hinzubekommen. Entweder ist der Kettenschaft undicht von der Steuerkette vorne an der Maschine oder die Ölwanne. Ja. Beides machbar. Ja. Also, ansonsten hat er motormäßig wirklich ganz, ganz wenig Probleme. Also da ist wenig Ärger zu erwarten. Kettentechnisch muss man da jetzt auch nicht... Keine Angst haben, es ist besser wie bei Volkswagen. Kann man ruhig erwähnen. Was ihr gleich mitmachen könnt, sind die vier Gummibuchsen vom Stabilisator. Ja. Hier durch die kann man schon durchgucken. Ja. Ist der nächste Schwachpunkt. Gell? Das ist ein Coleos, seine Spezialität. Richtig. Das ist der Buchsenmann hier. Gell? Ja, genau. Das würde ich, wenn ihr die Vorderachse überarbeitet oder vielleicht im Zuge des Fahrwerks einfach mitmachen. Gell? Ja. Da gibt es auch Buchsen aus anderem Material. Müsst ihr mal gucken. Google gibt da wie viele Anregungen. PU. PU, genau. Dieses PU-Material, gell? Die wesentlich haltbarer sind. Wenn er möchte, ich weiß nicht, wie weit ihr es treiben wollt, das Lenkgestänge des Tigers hier, der hat im Endeffekt wie ein LKW eine Kugelumlauflenkung, eine Verbindungsstange, zwei einzelne Spurstangen, also eine Achsgeometrie, ich sage mal, wie ein LKW. Gell? Die Benz ist auch so. Alte Mercedes, zum Beispiel W123, W124 ist auch noch so. Wenn ihr es auf die Spitze treiben wollt, macht ihr die drei Stangen neu. Und sonst hast du nämlich diesen 60er-Jahre-Film. Richtig, genau. Sonst hast du den Effekt, du hast eine Masse Spiel am Lenkrad und eine ganz, ganz indirekte Lenkung. Ja. Mein Sportwagen wird es nie werden, aber es wird besser. Gell? Und hier dieser Umlenkbock, den ihr hier seht für die Lenkung. Gell? Hier oben ist er zu sehen. Sieht man den? Ja. Im Licht? Wenn nicht, muss man sich vorstellen. Genau, wenn nicht, muss man den sich vorstellen. Ein bisschen Fantasie ist gefragt. Gell? Ja. Wenn ihr den Original von Lada kauft und verbaut, ist der Gummi gelagert und bewegt sich schon nach dem Einbau. Den gibt es im Zubehör mit Kugellagern, Metallkugellagern und einem Schmiernippel in der Mitte. Gell? Den nehmen, also keinen originalen. Das ist eine verbesserte, geänderte Version. Der hat wesentlich mehr Führung und hält auch. Also das habe ich auch schon gemerkt beim Fahren. Die Problematik ist echt, wenn du das Ding gerade halten willst, musst du lenken. Richtig, richtig. Musst du arbeiten. Gell? Musst du arbeiten. Das ist noch Autofahren hier. Ja. Genau. Wie teuer ist sowas? Die Teile gibt es günstig, wie gesagt, im Zubehör. Also für das Auto. Im Internet gibt es
zahlreiche Shops, wo es sowas gibt. Gell? Das ist echt alles sehr günstig für das Fahrzeug. Das ist sehr günstig. Gell? Bei bestimmten Teilen macht es Sinn, Originalteile zu kaufen, aber hier das ganze Sachen, da, die gibt es geändert, verbessert, wie gesagt, wie diesen Umlenkbock für die Lenkung. Gell? Da ist ein Schmierlimmel drin, sind Metallkugellager drin, kannst du immer wieder abschmieren, hält dann auch. Gut. Ja. Ansonsten, was den Antriebsstrang betrifft, Kardanwellen, Verteilergetriebe, ist es eigentlich problemlos, solange immer genug Öl in den Aggregaten ist. Gell? Also ihr müsst wirklich darauf achten, dass die Achsen, die Getriebe, das Schaltgetriebe, das Verteilergetriebe, die Hinterachse wirklich gut mit Öl befüllt sind, auch mit neuem Öl, gescheites Öl reinmachen und da gibt es wirklich ganz, ganz wenig Probleme, keine Probleme. Wenn da keine Undichtigkeiten auftauchen, und so sieht es nicht aus, ihr könnt ganz normales 75 W90, vollsynthetisches Getriebeöl in alle Getriebe machen. Okay. In die beiden Achsen, in das Verteilergetriebe, in das Schaltgetriebe. Und wie gesagt, was wichtig ist, das Schaltgetriebe immer überfüllen. Die Originalfüllmenge ist 1,35 Liter, wirklich 1,7 Liter, oben über den Schalthebel, Schalthebel ausbauen und über den Schalthebel überfüllen. Oder das Fahrzeug schräg stellen, das ist mehrfach beschrieben. Aber ich finde die Lösung oben mit dem Schalthebel ist einfach komfortabler. Okay? Bevor du das Ding von der Hebebühne wirfst. Und den Rahmen müssen wir noch mal ein bisschen bearbeiten, sehe ich gerade. Ja, den Rahmen, das Korrosion, das kann er gut. Das kann er gut. Und gerne, gell? Ja. Da müsst ihr was machen, ja. Hier die Wagenheberaufnahme, man sieht es hier, die wird schon weich. Ja. Ja, da braucht er ein paar Bleche. Das war es eigentlich auch schon. So viel ist nicht dran an so einem Fahrzeug. So viel ist nicht dran an so einem Fahrzeug. Was noch immer ein Schwachpunkt ist, aber das bin ich der Meinung, dass das hier bei dem wahrscheinlich schon mal gemacht worden ist, die Bremsleitung auf der Hinterachse. Ja. Die ist auch schon wieder kastanienbraun, gell? Ja. Aber die gibt es auch im Internet, die gibt es schon vorgebogen. Keine Ahnung, wie sie die nach Hause schicken. Ist fertig, ja? Ja, die gibt es schon fertig vorgebogen. Ganz gut, wir fertigen die an. Also wir haben Meterware da, ein Bördelgerät, ne? Das ist schnell gemacht. Das ist auch nicht schlimm. Was er im Endeffekt, wenn er das Ganze macht, gleich mit beschafft, ist dieses Verteilerstück hier oben. Weil das geht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit kaputt, gell? Dieser Aluverteiler hier. Ja. So Sachen haben wir auf Lager, wenn da irgendwie kurzfristig was sein soll, ihr braucht irgendwas, gell? Das haben wir. Dann werden wir uns auf jeden Fall melden, wenn wir. 90% haben wir da davon. Wir machen ja nur tagtäglich die Abgasanlage. Die ist auch renovierungsbedürftig, so wie sie aussieht. Ne? Ja, die kommt auch neu bis nach vorne. Ja. Daran soll es da nicht scheitern. So, was noch so ein Punkt ist hier bei diesem Fahrzeug, weil das ist noch eine Baureihe ohne ABS. Die aktuellen haben ABS. Der hat einen Bremskraftregler für die Hinterachse. Diese Bremskraftregler für die Hinterachse, jetzt weiß ich nicht, wie es bei dem ist. Entweder bremst er hinten gar nicht. Oder volles Rohr. Oder du machst zwei schwarze Streifen auf der Straße, wenn du normal bremst. Die Variante haben wir. Die Variante haben wir, gut. In dem Fall ist genau dieses Bauteil fest korrodiert. Ja. Im Endeffekt könnt ihr versuchen, mit viel, viel Liebe und Mühe, wenn du irgendjemanden bestrafen willst von deinen Kumpels, das Ding gangbar machen zu lassen. Ne? Ja. Oder aber ihr nehmt ein neues, macht ordentlich Fett rein, und stellt es dann dementsprechend ein. Das ist dieser Regler, der ist dafür verantwortlich, dass die Bremskraft der Hinterachse über den Beladungszustand geregelt wird. Heute Morgen erst aufgefallen, ich habe gedacht, sie zieht nur einseitig hinten und dann volles Rohr, aber es waren beide hinten, das Ding kam voll mit dem Heck. Ja. Genau, wenn das dann noch nass ist, auf Wiedersehen. Ja. Gut. Ja, das ist die Scheibe von. Wir hatten so Probleme wegen. Na? Ach, hier bei den bei der Sperre. Bei der Sperre und so. Also die Schaltung geht teilweise ein bisschen schwer und man kriegt es auch teilweise kaum rein. Der Rückwärtsgang hat man auch immer stark Probleme, dass man den schwer reinkriegt, aber ich gehe mal davon aus, dass das normal ist. Rückwärtsgang ist fast normal. Man kann das wirklich nur dem Problem abhelfen, indem man ins Getriebe wirklich gescheites Öl, also richtig hochwertiges Markenöl einfüllt, 75 W90 und überfüllt. Ja. Wird das Problem ein ganz kleines bisschen gemindert. Aber das ist teilweise normal, was den Rückwärtsgang betrifft. Was habt ihr denn für Probleme mit der Sperre? Lässt sich schwer einlegen? Lässt sich schwer einlegen. Müssen wir so ein bisschen zurückrollen. Bei der Sperre, genau das ist der Punkt. Also bei der Sperre ist die Vorgehensweise so, dann funktioniert das Ganze auch perfekt. Die Sperre bei diesem Fahrzeug immer nur während der Fahrt betätigen. Weil folgenden Hintergrund, die Untersetzung, der andere Hebel ist die Untersetzung. Im Stand, bei getretener Kupplung, Untersetzung schalten. Ja. Aber die Sperre, der vordere Hebel, immer nur während der Fahrt schalten und dann im Lastwechsel. Das hat folgenden Hintergrund, diese Sperre bei dem Fahrzeug ist nicht wie bei modernen Fahrzeugen über eine Lamellenkupplung irgendwo elektronisch geregelt, sondern da werden wirklich zwei Sperrgrenze ineinander geschoben. Ja. Die beiden Teile passen nur ineinander, wenn du zwischen Vorder- und Hinterachse einen Drehzahlunterschied hast, dass im Endeffekt sich das gegeneinander verdrehen kann und dann die Verzahnungen ineinander rutschen können. Ja. Deswegen im Endeffekt müsste man nachher probieren, wenn er die nächste Ausfahrt macht, während der Fahrt
Egal. Was heißt beim Lastwechsel, beim Schalten? Lastwechsel heißt entweder aufs Gas drauf oder vom Gas runter. Und dann schon die Hand an der Sperre mit leichtem Druck. Und in dem Moment, wo du vom Gas runter gehst oder aufs Gas drauf gehst, rutscht die von alleine rein. Im Lastwechsel schalten und dann geht es völlig problemlos. Gell? Ist gut zu wissen. Das ist der Punkt für die Sperre und dann geht das auch, dann funktioniert das auch. Gell? Es gab einige wenige Fahrzeuge, wo der Hebel von der Sperre an der Umlenkung, die ist hier oben am Verteilergetriebe, festgerostet war. Da könnt ihr mal gucken. Ja. Dann geht der Hebel der Sperre an sich für sich schon mechanisch schwergängig und dann hast du auch Probleme, die Sperre einzulegen. Ja. Der Hebel ist oben nochmal umgelenkt, man sieht hier oben eine Umlenkung und betätigt hier so eine Zugstange ins Verteilergetriebe rein. Ja. Wenn diese Umlenkung gangbar ist, dann während des Lastwechsels gibt es keine Probleme. So, jetzt haben wir was vergessen. Ja, was vielleicht noch so ein Punkt ist, schaut euch den Kühler genau an, den Wasserkühler. Wie der aussieht, ist der unten schon leicht grün oder sehr, sehr oxidiert. Fällt er meistens ab. Macht ihn raus, macht einen neuen, gell? Ja. Aber der sieht mir ziemlich... Vielleicht ist er auch schon mal erneuert. Aus, man sieht nicht, wenn von hier rein kommt, drüber von hier rein mit der Lange. Ja, der sieht noch nicht aus, ob das stimmt. Ja, durch. Ja, nee, der sieht nicht schlecht aus. Nee, der sieht nicht schlecht aus. Also da könnt ihr davon ausgehen, dass das nicht mehr der erste ist. Ja. Könnt ihr den drinnen lassen. Die Katalysatoren, nächster Punkt. Das Fahrzeug, und so wie es hier aussieht, hat er schon mal einen anderen bekommen, hat öfters Probleme mit den Originalkatalysatoren. Die sind zerfallen, haben sich aufgelöst und haben verstopft. Im Endeffekt, das Rohr verstopft, Leistungsverlust, gell? Davon hat er erst schon nicht übrig. Wenn man dann noch der Cut im Rohr steckt. Ist aber ausreichend, sagen wir so. Ja, wenn dann noch der Cut im Rohr steckt, dann war's das, gell? Aber so wie es hier aussieht, ist da schon mal ein anderer Katalysator reingekommen. Ich kann hier zwei Schweißnähte sehen. Ja. Nicht so professionell aussehen. Gehe ich davon aus, dass das Teil schon mal gewechselt wurde. Ihr könnt ja, wenn ihr den Auspuff sowieso neu macht, mal reinschauen, wie er aussieht, wenn er offen hat. Ja. Vorderachswellen. Die Manschetten hier drinnen. Ne? Da müsst ihr mal gucken, wie die Manschetten aussehen. Die zum Beispiel sieht nicht schlecht aus. Und auch die äußeren Faltenbalge unter diesen Kunststoffschutzkappen, Wenn die defekt sind, dauert es nicht lange, gehen die werden kaputt. Gell? Manschetten, das gibt alles einzeln. Die zum Beispiel, schau, die hat es nötig, die ist durch. Die ist durch, ja. Okay. Das würde ich dann empfehlen, wenn die Achse auseinander ist, zum Beispiel in Verbindung mit den Drahtgelenken, weil die dafür eh raus müssen. Welle raus, Manschetten. Ja, dann karosserietechnisch außen. Ja. Was gibt es denn für Optionen zwecks Stoßstangen oder Leiter, Dachgepäckträger und so Zeug? Also Stoßfänger ist die einzigste Option am Auto eigentlich schon dran. Ansonsten gibt es nur Eigenbau. Auch nichts anderes bekannt. Ansonsten gibt es nur Eigenbau. Jetzt weiß ich nicht, wie weit ihr es treiben wollt. Es gibt verschiedene Stoßfängerkonstruktionen auch im Zubehör zu kaufen mit einer Aufnahme für eine Seilwinde gleich. Gell? Da in Verbindung, das kostet dann. Gell? Aber... Ja. Ansonsten bleibt uns wahrscheinlich nur der Selbstbau. Bleibt euch nur der Aluträger übrig oder Selbstbau. Gell? Ja. Die ist ja auch hier schon beschädigt. Die ist schon beschädigt, ja. Thema Selbstbau, halt müsst ihr mit dem TÜV vielleicht abklären vorher, was da die Kriterien sind. Gell? Ja. Na, Dachgatten gibt es ja zahllose, kurze, lange, sogar hinten mit Leiter. Ja. Mit Leiter runter auf dem Heckstoßfänger drauf, stützt die sich dann ab. Gell? Also da gibt es... Stützt ihr den so ein bisschen an der Heckklappe ab, kann das sein? Auf dem Heckdeckel und dann auf dem Stoßfänger nochmal. Wollt ihr oben was drauf machen? Für Gepäck oder also für wir haben ja Zubehör? Wir haben ja jetzt schon einen, der geht ja bis zum halben Dach und der geht ja hinten runter. Geht also hinten runter soll der nicht gehen, wir kürzen den dann ab und bauen uns einen schönen Viereckchen-Kasten runter. Okay. Das soll dann wahrscheinlich auch eine Konstruktion gebaut werden für eine Plattform. Wir wollen wahrscheinlich auf dem Dach zelten. Ja. Okay. Gibt's ja auch... direkt für solche Fahrzeuge gibt es Dachzelte, gell? Das war ja früher eigentlich ein Muss, dass du da auf der einen Kiste die Dachzelt drauf gemacht hast und dann oben drauf gepennt hast. Ja. Nochmal angegeben ist der Tiger mit einer Dachlast von 70 Kilo. Bin mir ganz sicher, er hält auch ein bisschen mehr. Es sieht jetzt alles nicht so aus, als wenn hier... Also es handelt sich um uns drei Schwergewichte. Oh, um euch drei Schwergewichte. Die wird erhalten. Da schaffen wir die 70 Kilo nicht zusammen. Das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist das erste Mal... Als wir frisch hatten und ich habe mir über den Acker gejagt, ging gleich die Motorkontrollleuchte. Die Motorkontrollleuchte ging ein. Das wird irgendein Sensor oder was? Wir können, wenn ihr wollt, mal kurz gucken drüben mit dem Tester. In den meisten Fällen, zu 90%, ist ein fehlendes Signal des Nockenwellensensors. Braucht er denn auch lang, bis er anspringt?
Also wenn man die Rückversperre nicht vergisst zu deaktivieren, braucht er nicht. Ich habe eben als erstes gestartet. Der hat jetzt den ganzen Winter gestartet, das Ding ging beim ersten sofort an. Der hat nicht mal gezugelt oder sonst irgendwas. Ja, dann gucken wir mal, wir können das Diagnosegerät mal ranmachen. Eventuell noch eine Lambda-Sonde, viel mehr war da nicht mehr. Da ist jetzt nicht so unendlich viel dran, was. So vielleicht hat er Campus-Probleme. Ja, so ein Spotnetz-Steuergerät ist wahrscheinlich fehlerhaft. Ja. Also alles andere wisst ihr ja selber, guckt kurz die Bremsschläuche noch an vielleicht und so, aber sonst viel mehr Hudeleien gibt es bei dem Auto nicht. Das Ding ist wirklich für Sibirien konstruiert. Ne? Das, da ist es überlebenswichtig, dass du jedes Mal wieder ankommst. Sind wir auf jeden Fall schon mal schlauer, gell? Viel schlauer. Also an dem Fahrzeug wurde schon ordentlich gearbeitet. Wir müssen auch dazu sagen, wir haben das Fahrzeug direkt von den Russen gekauft. Ja, wenn der sich nicht auskennt, ne? Wenn der sich nicht auskennt. Ja, so wie es aussieht, ist schon wirklich viel gemacht. Die Handbremsseile, die sind schon mal getauscht. Also wir besuchen dich auf jeden Fall in der Partei, wenn das Gerät fertig ist. Wenn das Ding, soweit steht, ja. Wenn das Ding steht. Ja, oder wenn ihr Probleme habt, irgendwelche. Die technische Abnahme bei dir. Genau, so machen wir es. Ich mach dann mal den Rennleiter hier und guck mal, ob das so passt. Ja. Genau. Wirkst du denn noch ein Headset? Ja. Ganz wichtig ist so ein Band mit dem Schild hier. Genau. Ja, Kai. Gut. Dann bedanke ich mich für deine technischen Rat. Kein Problem. Und wie gesagt, wenn ihr Lada-Freunde seid ab sofort, das seid ihr beim Kai in Waldorf, in seiner Schmiede hier, genau richtig. Herzlich willkommen. Ja. Herzlich willkommen. Der Mann hat Ahnung, wie man sieht. Und ich würde sagen, der Fabian macht hier nochmal so einen kleinen Porn von den schicken Fahrzeugen, die hier so rumstehen. Und dann war es das schon wieder für heute. Ne? Hm. Alles klar. Dann viel Spaß. My mom about to lose the house. I swore I would never sell out, but desperation make a man question who he is. When the bad guy wins and the good guy die, to him it's only a matter of time. They put me in a jail cell to cage my rage and violence. The second I get out, I'm gonna be on some wild shit. I ain't a child anymore, so what have I learned in all my years on this earth? I used to